Schon gestern hat die sogenannte Generation Z die Wall Street Größen etabliert und heute geht das ein Stück weit weiter und wir wollen uns diese Generation Z mal anschauen. Damit sind vor allem diejenigen gemeint, die zwischen 1996 und 2010 geboren worden sind, und das ist eine Generation, die anders als vorhergehende Generationen, etwa die Babyboomer, nicht mehr davon ausgehen können, dass es ihnen später besser gehen wird als jetzt. Diese Babyboomer, also die nach dem Krieg bis 1964 geborenen, die hatten immer Grund zur Optimismus. Es ging ja immer irgendwie nach oben, kleine Delle durch die Ölkrise, aber das war schnell abgeräumt. Dementsprechend ist diese Generation tendenziell optimistisch. Sie konnte davon ausgehen, dass es ihren Kindern besser gehen wird als ihnen selbst. Aber jetzt ahnt eben die Generation Z, dass möglicherweise der Kuchen kleiner werden wird. Der Westen ist in einem relativen Abstieg im Vergleich zu Asien begriffen. Dementsprechend wird die Bedeutung Europas schwinden, wahrscheinlich auch die Bedeutung der USA schwinden. Dementsprechend ist das Wohlstandsniveau gefährdet. Und jetzt glaubt diese Generation Z, okay, wir müssen dann unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen und werden jetzt mal ein bisschen zocken. Diese Generation Z ist wahrscheinlich zu Recht weniger optimistisch als noch die sogenannten Millennials. Und hier hat zum Beispiel ein Kommentator auf mein Video heute Morgen geschrieben, oh, seht an, der Boomer, damit bin ich gemeint, ist wohl auch short, jetzt erst recht, und dann dieses typische Raketensymbol, also für Kursraketen. Nun ist eben die Frage, wie reagiert man auf sowas? Ich finde das amüsant, habe selber ja einen Sohn, oder mein älterer Sohn zählt zu dieser Generation Z, und ich habe ihm versucht, in dieser Corona-Krise zu vermitteln, dass es jetzt eine entscheidende Zeit für ihn ist. Die Welt wartet nicht auf dich, so war meine Botschaft, sondern du musst etwas tun, du musst dir Skills aneignen, Fähigkeiten aneignen, die dich unabhängig machen, von der Laune anderer, sondern die müssen dich brauchen. Damit schaffst du dir Freiheit, finanzielle Freiheit, wie auch Wahlfreiheit des Berufes. Dementsprechend sei jetzt auf der Hut, gib Gas, versuche dir diese Skills frühzeitig anzueignen, denn das ist die Straße zur Freiheit, während jetzt die meisten aus dieser Generation Z glauben, dass sie eben das schnelle Geld machen können, und sie glauben das, weil sie aufgewachsen sind eben mit Notenbanken, die all in gegangen sind. Die Aktienmärkte sind ja seit der Finanzkrise immer gestiegen. Diese Finanzkrise hat diese Generation Z gar nicht bewusst mitgekriegt, geschweige denn das Platzen der Dotcom-Blase, und so fühlt man sich jetzt, und die Jungen, die aus der Generation Z, umso mehr wie in einem Casino, wo sie das Gefühl haben, dass die Fed und Jay Powell ihnen als Blackjack-Dealer praktisch die Chips umsonst liefern, praktisch risikolos. Wir alle können reich werden, aber meine Erfahrung ist, und ich habe als Broker viele, viele Kunden gesehen, Privatkunden, institutionelle Kunden, vor allem Privatkunden, konnte ich deren Konten live einsehen, und die Erfahrung ist, dass weit über 90% dieser Leute verloren haben, nicht weil sie unintelligent gewesen wären. Es gab einige wenige, die wirklich sehr, sehr gute Trader waren, aber die haben dann manchmal die Risiken einfach übertrieben, und dieser eine Trade, der schief ging, der hat alles zerstört und sogar mehr als die vielen guten Trades, die vorher passiert sind. Also die Mehrheit, was die Privattrader betrifft, verliert an der Börse, und das wird diesmal wahrscheinlich nicht anders sein, sehr unwahrscheinlich, dass es anders sein wird, und dementsprechend ist diese Generation Z gerade dabei, sozusagen sich die nächste Ohrfeige abzuholen. Der Erfolg, der jetzt scheinbar da ist, schon durch die Robin Hooder in der ersten Corona-Welle und jetzt eben durch diese Generation Z, die mit Optionen bestimmte Kursraketen befeuert, ist die Voraussetzung, dass die, auf Deutsch gesagt, richtig in die Fresse kriegen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert, nicht ob das passiert, nach meiner Auffassung. Wir werden sehen, wie es ausgeht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Schauen wir hier zum Beispiel mal so einen typischen Generation Z Kommentar an: Remove Stop Losses, nehmt die Stop Losses raus, und das ist nicht ironisch gemeint, Buy Shares by the Open, by the Dip. Da ist noch ein anderes Wort, das ich jetzt nicht ausspreche. And ride to the moon, even if it might a bumpy ride. Also auch wenn dieser Ritt zum Mond ein bisschen, turbulent ist. But we are making history. Also man versucht sich hier eine gewisse Bedeutung zuzusprechen. Und dann fuck the boomers.
Und so weiter. Hier werden dann diese beiden Hedgefonds Melvin und Citadel erwähnt, gegen die man jetzt kämpft, indem man eben versucht, Positionen, Aktien nach oben zu zocken, die diese Hedgefonds short sind. Und Melvin Capital musste fast gestern, war abhängig davon, dass Citadel da mal 2,7 Milliarden Dollar reingepumpt hat, sonst hätte die wohl ein heftiger Margin Call erwischt. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum es an der Wall Street gestern zwischenzeitlich ziemlich deutlich nach unten gegangen war. Weil wahrscheinlich Hedgefonds, die eben durch die Anstiege bestimmter Aktien, die sie short sind, in Bedrängnis gekommen waren, Margin generieren mussten wahrscheinlich bestehende Long-Positionen verkaufen. So erklärt sich wahrscheinlich der gestrige Move. Aber wir sehen eben, dass es durch diese Wall Street Bets, eine Reddit-Gruppe, hier stark befeuert wird. Wir sehen hier mal zum Beispiel die Suchanfragen nach Short Squeeze. Also das ist jetzt so ein Phänomen. Viele gucken danach Short Squeeze. Viele gucken genau hin, welche Hedgefonds haben welche Short-Positionen und versuchen dann mit aus dem Geld liegenden Optionen, die günstig sind, die wenig kosten, diese Aktien nach oben zu treiben. Ich hatte das gestern Abend und heute versucht schon ein bisschen anzudeuten. Und wir sehen also, nicht nur die Suchanfragen nehmen zu, sondern wir sehen, dass jetzt natürlich diese Hedgefonds, die ja gezwungen sind, vierteljährig ihre Positionen auch zu veröffentlichen, teilweise echt in Schwierigkeiten gekommen sind. 6 Milliarden Dollar wurden da bisher verloren seit dem Jahresanfang, nur bei der Aktie GameStop, die gestern ja durch die Decke geschossen war zwischenzeitlich. Aber die gehen weiter dagegen, die halten weiter dagegen mit Short-Positionen. Es wird ein spannender Kampf werden. Jedenfalls ist das eigentlich alles teilweise schon eine Aufgabe der SEC, der amerikanischen Börsenaufsicht. Da gibt es Aktien, die teilweise 450% steigen. Irgendwelche Penny-Stocks, die überhaupt kein Geschäft haben, wo überhaupt nichts passiert. Es gibt viele solcher Aktien. Es zeigt diese Euphorie, diese Spekulation einer Generation vor allem, die wenig Erfahrung hat mit Aktien, woher auch, und die glaubt, sie könnten jetzt das schnelle Glück erreichen, zu Recht natürlich irgendwie versucht sind, sich ihre eigene Zukunft aufzubauen. Aber das geht schneller schief, als sie denken. Die werden wahrscheinlich dann auch weitermachen, wenn das Spiel längst aus ist. Das ist das Problem und die Gefahr an dieser Geschichte. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit an der Börse verliert bei Privattradern, ist extrem groß. Jetzt hatten wir in der ersten Corona-Welle diese Robin Hooder, die tatsächlich gewonnen haben, die Hedgefonds deutlich geschlagen haben. Und jetzt bekommen diese Generation Z Boomer, oder man könnte sie vielleicht auch als Bubble Boomer bezeichnen, das vielleicht als kleine Replik an die Bezeichnung Boomer, an die etwas älteren Herrschaften, die also jetzt über 30 sind, sagen wir mal, bin knapp über 30, ja, also knapp, nicht viel, aber knapp. Jedenfalls sind das die Bubble Boomer, die also glauben, dass sie hier diese Blase reiten können. Und ja, das ist eine Zeit lang oft möglich, so lange bis diese Blase platzt, und das Platzen dieser Blase wird dann Opfer hinterlassen. Aber jetzt gibt es Unterstützung durch einen Milliardär, der hier auch jetzt sagt, ich habe aus dem Geld liegende GameStop-Call-Optionen gekauft, let's go. Also der hier die ganze Geschichte anheizt, die Aktie dann auch wieder mal 30% gestiegen. Wir hatten jetzt den Fall von Bed Bath & Beyond, wo also positive Nachrichten dann sofort genutzt werden, um eine Aktie nach oben zu jazzen. Aber man sieht, es ist nicht dauerhaft, es hält scheinbar nicht an. Das gilt auch für Beyond Meat, da gab es ja eine Kooperation jetzt mit PepsiCo und die Aktie massiv nach oben geschossen. Aber diese Gewinne werden dann auch wieder aufgegeben teilweise, und wer da zu spät einsteigt, der hat dann ein Thema. Und Elon Musk selbst war es, der hier eine Aktie ins Spiel gebracht hat, nämlich Etsy. Pikanterweise ist vor einiger Zeit ja Etsy statt Tesla in den S&P 500 aufgenommen worden. Erst später erfolgte dann die Aufnahme von Tesla in den S&P 500. Und die Aktie nach der Erwähnung von Elon Musk, das hat schon gereicht, diese Aktie hier nach oben zu treiben massiv, dann aber doch wieder ins Minus gedreht. Also diese Fahnenstangencharts, die halten nicht so lange, gleichwohl. Wenn wir uns anschauen,
jetzt mal hier diese am meisten geschorteten Aktien, GameStop ist dabei, da sind Bed Bath & Beyond ist dabei. Ich hatte heute Morgen das Kürzel falsch tituliert, damit war BlackBerry gemeint und nicht Bed Bath & Beyond, aber Bed Bath & Beyond ist eine große Short-Position, National Beverage, wie sie alle heißen, das sind die Aktien, die am meisten geschortet sind, und diese Generation Z scheint sich darauf zu spekulieren, hier jetzt gegen diese Hedgefonds anzutreten und mit der Mechanik bei Optionen, die dann die Market Maker oder die Broker dazu zwingen, eben die Aktien physisch dann zu kaufen, wenn diese Call-Überhänge bestehen, das hatte ich heute Morgen ausgeführt, dann ist da durchaus auch ein gewisses Gefahrenpotenzial für diese Hedgefonds. Wir sehen, dass alle aus dieser Liste mindestens 50% gestiegen sind, GameStop sogar 307%, die schlechteste dieser Aktie ist 10% gestiegen. Also das hat funktioniert, das funktioniert schon eigentlich seit längerem, dass man die meistgeschorteten Aktien kauft. Die Frage ist, wie lange es funktioniert, denn irgendwann funktioniert es nicht mehr und dann gibt es ein Blutbad. Nicht gut funktioniert das derzeit zum Beispiel auch bei einem anderen Liebling der Generation Z, bei Bitcoin. Hier sehen wir, dass Bitcoin deutlich jetzt den S&P 500 underperformt, also zumindest seit kurzem. Es gab ja vorher diese massive Rallye bei Bitcoin, keine Frage, aber seit kurzem wäre es lukrativer gewesen, jetzt den S&P zu kaufen und nicht Bitcoin. Und insgesamt haben wir jetzt natürlich eine Situation, wo auch die etablierten All-In gegangen sind. Wir sehen hier NAAIM, also die Nationale Vereinigung der amerikanischen Vermögensverwalter. Die sind jetzt zu 112,93% short, die sind also euer Long, die sind also auch gehebelt jetzt im Markt, die sind all in. Und wir haben auf der anderen Seite allerdings Neuigkeiten über neue Lockdowns, über Beschränkungen in Sachen Flugverkehr, dass sozusagen nur noch der nötigste Flugverkehr zugelassen wird, neue Virusvarianten, die auftauchen, und es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis eine Variante dann da ist, die nicht mehr durch einen Impfstoff abgedeckt wird. Das dürfte dann dazu führen, dass das bald wieder der Fall ist. Dann braucht man vielleicht 6 bis 8 Wochen, um wieder eine Vaccine dagegen zu entwickeln. Aber möglicherweise ist eben hier die Annahme, die die Märkte ja haben, nämlich einer perfekten Welt, die sich total erholt, weil die Wirtschaft sich total erholt, ein bisschen frühzeitig. Möglicherweise werden wir mit dieser Thematik Pandemie noch länger zu tun haben, auch hier die Vaccine Efficacy, also die Wirksamkeit des Impfstoffes. Da gab es ja die Meldung, mit AstraZeneca sei bei der Risikogruppe über 65 nur zu 8% wirksam. Das wurde dann bestritten, aber jedenfalls Merck hat zum Beispiel den Versuch ja aufgegeben, einen solchen Impfstoff zu entwickeln. Jetzt ist Moderna, Pfizer und BioNTech eben noch im Spiel, aber möglicherweise wird es da noch richtig, naja, Probleme geben, die von den Märkten bisher nicht so wirklich gespielt werden. Gleichwohl gibt es praktisch keine Bären mehr, keine Skeptiker mehr. Und Sie wissen, ich bin ja auch jetzt absolut fanatisch ins Bullenlager gewechselt. Dementsprechend sieht man hier, dass selbst die Bären, also die skeptischsten Investoren, sind jetzt auch deutlich auf der Käuferseite, und zwar so stark wie seit 2017 nicht mehr. Und jetzt kommt noch dieser grundsätzliche Optimismus durch den IWF, der sagt, ja, 2021 wird das beste Jahr seit der Finanzkrise, seit 2007. Man erwartet für die USA in diesem Jahr 5,1% plus, für Deutschland nur 3,5%. Für UK 4,5%, Frankreich 5,5%, Italien 3,0% und China 8,1%, zu China gleich mehr. Jedenfalls sehr viel Optimismus, und die Investoren gehen davon aus, dass es jetzt vor allem die Small Caps, die Value-Werte vor allem sind, die besser laufen werden als Growth, also die Tech-Werte. Allerdings sehen wir heute eher das Gegenteil, es ist wieder mal Growth, was besser läuft, aber auf jeden Fall gehen alle davon aus, dass diese Small Caps, dass diese Value-Werte insgesamt besser laufen werden. Hier die Umfrage der Bank of America, die das genau zeigt. Und hier sehen wir mal den Russell 2000, der ja seit Anfang November, seit diese Impfstoffgeschichte da ist, extrem stark gelaufen ist, der jetzt allerdings ein RSI hat von gut 78. Und wir sehen, dass die Vola des Russell 2000
hier dabei ist, nach oben auszubrechen. Also möglicherweise ist diese Value-Geschichte erstmal vorbei. Ob die Growth-Geschichte vorbei ist, das werden die Zahlen der großen Tech-Konzerne zeigen. Zum Beispiel von Microsoft, die sieht charttechnisch gar nicht so schlecht aus. Da ist man aus dieser Wedge nach oben ausgebrochen. Das muss sich natürlich bestätigen. Heute Abend die Zahlen von Microsoft. AMD wird dann auch berichten. Morgen natürlich Gesichtsbuch, Tesla. Und Apple, das ist ganz klar, das werden dann die Highlights sein und morgen auch die Fed, das wird ein interessanter Punkt sein und wenn wir über die Fed sprechen, dann können wir auch mal über eine andere Notenbank sprechen, nämlich die PBOC, das ist für die Generation Z, das ist die People's Bank of China, also die chinesische Notenbank. Und nicht nur hat die heute Liquidität ein bisschen aus dem System genommen, nachdem die Aktienmärkte in China, sowohl in Hongkong als auch in Shanghai und in Shenzhen sehr, sehr gut gelaufen waren in letzter Zeit. Und da hat ein Berater der Notenbank vor der Bildung von Blasen gewarnt. Daraufhin die chinesischen Aktienmärkte heute Nacht deutlich unter Druck gekommen. Und es wäre vielleicht auch mal Zeit, dass Jerome Powell hier ein bisschen, von Irrational Exuberance spricht, wie es einst Alan Greenspan gemacht hat und damals die Märkte damit zumindest kurzzeitig ein bisschen geschockt hat, denn wir sehen Spekulationsexzesse in so vielen Bereichen. Die SPACs, also diese Börsenmäntel, die jetzt praktisch täglich hier an die Börse gebracht werden, mit Kapital ausgestattet werden, um dann irgendetwas anderes zu kaufen. Also die Exzesse werden immer extremer und wenn du als Notenbank mit einem Exzess zu tun hast, dann musst du gucken, vielleicht kriegst du den nochmal irgendwie eingefangen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du nicht mehr in der Lage sein, diese Blase in irgendeiner Form kontrolliert runterzufahren. Vielleicht geht das auch gar nicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass Jerome Powell und die Fed das machen werden. Wir werden sehen. Morgen ist jedenfalls dann auch die Fed-Sitzung. Also morgen wird ein heißer Tag. Heute ist nochmal so ein bisschen so ein Zwischentag eben, weil man auf die Zahlen der großen Tech-Konzerne wartet, auf die Fed wartet. Mithin also die Hauptereignisse noch ansteht. Die Generation Z hat wirklich jetzt Einfluss gewonnen. Es ist eine Form von Nihilismus. Egal, was morgen ist, wir spekulieren, es geht alles nach oben. Sie ist sozusagen letztendlich in einem Gedankenkreislauf, den die Älteren ihr nahegelegt haben. Aktien sind risikofrei. Die Spekulation geht immer gut, egal was, Bitcoin etc., das alles, das kann nur nach oben gehen. Die Geschichte wird zeigen, dass dem nicht so ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Jedenfalls sollte vielleicht die Generation Z mehr an den Skills arbeiten. Es gab ja diesen arabischen Prinzen, der, ich glaube aus Abu Dhabi, der gesagt hat, die Jugend in unserem Land, natürlich die Jugend, das sagen immer die Alten, ist begierig auf den Wohlstand, aber sie ist nicht willens und in der Lage, sich die Skills, die Fähigkeiten dazu anzueignen. Und es wäre vielleicht gar nicht schlecht, versuchen, sich Fähigkeiten anzueignen, statt nur zu spekulieren und die Stimulus-Schecks für diese Geschichte zu gebrauchen. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und mit besonderen Grüßen von einem Boomer an die Bubble Boomer. Servus, ciao.